Es ist vollbracht. Zum vierten Mal in Serie wurde Kapfenberg zur schönsten Blumenstadt der Steiermark gekürt. Die Prämierung fand am 25. August in Groß-Wilfersdorf statt. Die Freude in der Böhlerstadt ist verständlicherweise groß. Das ist riesengroß, das stimmt. Es ist immer spannend. Geldmittel ist ja nicht gleichbedeutend mit Erreichen der Auszeichnung. Wir haben aber zum vierten Mal wirklich diese höchste Auszeichnung erreicht, insgesamt zum 12. Mal. Das ist ja vielen gar nicht bewusst. Jetzt haben wir es wirklich wieder erreicht. Das war gestern natürlich ein entsprechendes Hinzittern zur Prämierung. Aber wir haben es erreicht und das ist riesengroß, die Freude. Und ich glaube, der Sieg gehört uns allen, allen Kapfenbergerinnen und Kapfenbergern auch, denn es tragen ja auch viele Private dazu bei. Die Arbeit hat sich also ausgezahlt. Hier im Bild sind Aufnahmen vom heurigen März zu sehen. Für Petra Leichtfried liegen die Gründe für den Erfolg auf der Hand. Aber der Zusammenhalt für die Mitarbeiter. Also ich bin ganz stolz auf meine Mitarbeiter. Jeder Einzelne legt sich total ins Zeug dafür. Und das Zweite ist, wir haben heuer das erste Mal ein Motto gehabt. Das Motto Anno Dazumal, haben ganz andere Blumen eingesetzt, als bis wir in die vorigen Jahre gehabt haben. Und ich glaube, das hat sich gut bezahlt gemacht. Ja, und für nächstes Jahr wird schon eifrig geplant. Schließlich gäbe es bei der 5. Prämierung in Serie eine Goldmedaille abzuholen. Natürlich wird das ein ganz besonderer Kick sein, sich noch mehr ins Zeug zu werfen, vielleicht noch mehr Ideen zu haben und das wirklich auf das i-Tüpfelchen hinzutrimmen.